Erdoğan. Erdoğan terörist! Erdoğan terörist! Beijing ve Fergana Afrin'e! Beijing ve Fergana Afrin'e! Partei Zentrale der SPD, der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands. Es sind die Minister der SPD. Es ist Heiko Maas, ehemaliger Justizminister und heutiger Außenminister. Es ist Sigmar Gabriel, der ehemalige Außenminister, die ganz offen eine Politik führen, die im Endeffekt ein verlängerter Arm der türkischen Regierung hier in Deutschland ist. Es werden nicht nur Waffen an die Türkei geliefert, wie wir gerade gesagt haben. Es wird auch zugelassen, dass der türkische Geheimdienst hier in Deutschland Oppositionelle aus der Türkei verfolgt. Dass die DİTİB in ihren Moscheen Hass und Rassismus verbreitet. Dass Rockergruppen wie die Osmanien Germania hier Oppositionelle einschüchtern. Wir fordern, dass die deutsche Bundesregierung und insbesondere die Sozialdemokratische Partei mit ihrem stolzen Erbe einen Politikwechsel unternehmen und endlich einsehen, dass sie mit der Türkei den Faschismus, die Diktatur und den Krieg unterstützen. Wenn die Sozialdemokratische Partei Deutschlands, wenn Heiko Maas, wenn Sigmar Gabriel und wie die ganzen Ministerinnen und Minister heißen, wenn sie auch nur ein bisschen Verbindung zu dem Erbe ihrer Partei empfinden, wenn sie auch nur ein bisschen demokratische Politik machen wollen, dann werden sie ihre Haltung gegenüber der Türkei verändern müssen. Wir fordern die deutsche Bundesregierung auf, mit den Waffenexporten zu stoppen, endlich Wirtschaftssanktionen gegen die Türkei zu verhängen und wirkungsvollen politischen Druck auf das faschistische AKP-MAP-Regime auszuführen, damit die Türkei mit ihrer Kriegs- und Unterdrückungspolitik im Mittleren Osten Schluss machen muss.